Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Eines hat er nicht bedacht. Oliver Pocher lästert über Playboy-Fotos von Laura Müller. Für die einen ist es ein absoluter Hingucker, für die anderen ein gefundenes Fressen. Laura Müller, Freundin von Schlagersänger Michael Wendler, ziert das Cover der neuesten Ausgabe des Männermagazins Playboy. Dass diese Tatsache nicht allen gefällt, war der jungen Frau durchaus klar. Mich kann und muss nicht jeder lieben. Ich finde aber, dass jeder Mensch Respekt verdient hat, sagte sie. Doch Oliver Pocher lästert über die Playboy-Fotos von Laura Müller. Vor allem der Altersunterschied zwischen ihr und dem Wendler sorgt immer wieder für heftige Diskussionen und jede Menge Sprüche und Witze anderer Promis. Einer von ihnen, Oliver Pocher. Der Kölner lässt kaum eine Gelegenheit aus, um über den Wendler und seine Laura zu lästern. Da kommen ihm die Nacktfotos des Covergirls gerade recht. Auf seinem Instagram-Profil postet der Comedian einen Zusammenschnitt aus Lauras Playboy-Cover und einem Foto von Greta Thunberg. Während Laura ihre Reize zeigt, demonstriert die Schwedin mit ihrem bekannten Schulstreik fürs Klimaschild. Pocher schrieb dazu, unterschiedlicher können die beruflichen und privaten Ziele von 17-Jährigen heute nicht mehr verlaufen. Oliver Pocher erntet für die Laura-Kritik viele Lacher. Damit hat der frischgebackene Papa die Lacher wohl mal wieder auf seiner Seite. Jana Inazarella, seine Ex-Let's Dance-Partnerin Christina Luft und Boxer Felix Sturm kommentierten Pochers Posting mit Lachsmilies. Genauso wie jede Menge weiterer User. Er sagt, was alle denken, schrieb ein Fan. Ein anderer meint, du hast so recht. Eine Sache sollte Oliver Pocher allerdings beachten. Während Greta Thunberg Anfang Januar tatsächlich ihren 17. Geburtstag feierte, ist Laura Müller 19 Jahre alt. Und wer weiß, was sie so alles mit 17 getrieben hat. So, das war schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der ganzen Situation haltet, was ihr vielleicht allgemein von Oliver Pocher haltet oder ob ihr ihn tendenziell lustig oder nicht lustig findet. Und ansonsten lasst mich wissen, was ihr von der ganzen Fotoshooting-Aktion haltet. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.